Es ist der 18. April 2023. In einem Fitnessstudio in Duisburg bricht Panik aus. Menschen rennen um ihr Leben. Es sind wohl dramatische Minuten gerade in Duisburg. Zur Stunde läuft dort ein Großeinsatz mit SEK-Kräften und über 100 Polizisten. Was genau dort passiert ist, wissen wir auch nicht. Augenzeugen berichten von sehr viel Blut in diesem Studio, von Verletzten. Im Raum steht sogar eine mögliche Amoktat in einem Fitnessstudio. In der Männerumkleide dieses Fitnessstudios hier hinter mir sticht ein Unbekannter mit einem Messer auf Besucher ein, verfolgt sie in den Trainingsraum. Dann flüchtet der Täter. Wer ist der Messerangreifer? Handelt es sich um einen Amoklauf? Fragen, die zunächst keiner beantworten kann, weil die vier Opfer des Angriffs zum Teil lebensgefährlich verletzt sind und notoperiert werden müssen. Es muss für die Besucher im Fitnessstudio ein Albtraum gewesen sein. Der Täter sticht brutal auf mindestens vier Männer ein. Als die Polizisten eintreffen, finden sie vier schwer verletzte junge Männer in der Umkleidekabine. SEK-Beamte durchsuchen sofort das Gebäude nach dem Angreifer, vergeblich. Helikopter kreisen über der Stadt und Scharfschützen sind auf Dächern. Augenzeugen berichten uns von Opfern mit Stichwunden und Menschen, die panisch aus dem Gebäude flüchten. Was den Gesundheitszustand der Verletzten angeht, ist es so, dass ein Mann nach wie vor in Lebensgefahr schwebt. Sein Zustand sei weiter sehr schlecht. Inzwischen sind die Opfer in Krankenhäusern notoperiert worden. Sie sind zwischen 21 und 32 Jahre alt. Um 17.15 Uhr betritt ein Mann das Fitnessstudio an der Münzstraße in Duisburg. Er will ein Probetraining machen, sagt er. Doch in seinem Rucksack hat er nicht nur Sportklamotten, sondern ein großes Küchenmesser. Er betritt die Männerumkleidekabine. Dort sticht er seinem ersten Opfer unvermittelt in den Oberkörper. Sein nächstes Opfer greift er unter der Dusche an. Sein drittes Opfer ist Yasin Güler. Yasin ist 21 Jahre alt, als das Attentat passiert. Er studiert Lehramt und treibt leidenschaftlich gern Sport. Als Mitglied einer großen Fitnesskette entscheidet er sich an diesem Tag ausgerechnet, in diesem Studio zu trainieren. Vielen lieben Dank, dass du hier mit mir sitzt. Wir waren ja gerade an dem Ort des Geschehens. Mich würde jetzt erstmal interessieren, was war das so ein Gefühl, wenn du da quasi unmittelbar davor stehst? Es ist immer wieder ein mulmiges Gefühl, weil man sich natürlich an die Tat zurückerinnert. Aber ich glaube, es hat auch ein Gefühl von Freiheit, das es mit sich bringt, weil man dann weiß, gut, ich kann hier noch stehen. Ich habe das überlebt. Lass uns doch noch mal an diesen Tag zurückgehen. Ich bin ganz normal morgens in die Uni gefahren, habe an den Vorlesungen teilgenommen, habe dann dort etwas gegessen, bin dann so gegen 14, 15 Uhr in Richtung Duisburg gefahren, wollte da umsteigen, hatte mir ja schon am Morgen vorgenommen, dann dort trainieren zu gehen und bin dann so gegen 16 Uhr in Duisburg ausgestiegen, bin dann aber leider in die falsche Bahn eingestiegen, obwohl ich es eigentlich hätte besser wissen müssen, ich war ja nicht das erste Mal da. Und ja, dann bin ich zu spät oder genau richtig dort angekommen und bin dann leider mitten ins Geschehen gestolpert. Ich weiß nicht, wie schnell das jetzt alles gegangen ist, aber was ging in dem Moment in dir vor? Hast du begriffen, was da gerade passiert? Nein, man darf ja auch nicht vergessen, dass da niemand geschrien hat, Hilfe, da hat jemand ein Messer. Da hat jemand einfach um Hilfe geschrien und dieses Gefühl, das ich in dem Moment hatte, lässt sich kaum beschreiben. Dieser Hilfeschrei ging durch Mark und Knochen. Also man hat wirklich gemerkt, da schreit jemand um sein Leben. Also da schreit wirklich jemand um sein Leben. Und dann bin ich sofort dorthin geeilt. Aber ich kam ja leider gar nicht erst so weit. Ich bin ja auf der Mitte des Weges abgebremst worden. Er ist mir dann entgegengerannt, sozusagen mit mir zusammengestolpert. Und dann hat er mir das Messer direkt in die rechte Seite gerammt. Und so schnell konnte man gar nicht reagieren. Ich habe das Messer gesehen, ich habe sein Gesicht gesehen und dann war das Messer schon in meinem Körper. Das heißt, klar, es gibt immer Leute, die mir sagen, dass sie vielleicht anders reagiert hätten oder anders agiert hätten in dem Moment. Aber
Das war ein so überwältigendes Gefühl, man konnte gar nicht reagieren. Was denkt man in so einem Moment? Kannst du dich daran erinnern? Also ich glaube, dass ich das in dem Moment gar nicht wirklich realisiert habe. Ich habe das Loch gesehen, der hat das Messer ja auch direkt wieder herausgezogen gehabt. Ich habe das Messer gesehen, ich habe das Blut gesehen. Und dann hatte ich nur noch den Drang danach, Hilfe zu suchen. Ich bin gerannt, habe mir die Wunde zugehalten, so gut es ging. Ich habe es bis aus der Umkleide geschafft. Und dann bin ich vor der Frauenumkleide zu Boden gegangen. Da hatte ich schon zu viel Blut verloren. Und dann bin ich wohl ohnmächtig geworden. Weißt du denn, ob der Täter dir hinterhergerannt ist, ob er versucht hat, dich noch mehr zu verletzen? Ich weiß, dass er noch einmal wiedergekommen ist, das habe ich aber nicht mehr wahrgenommen. Es gab wohl jemanden, der mir noch helfen wollte, der hatte auch sein Handtuch auf meine Wunde gedrückt. Aber dann kam der besagte Mann leider von hinten und hat ihm zweimal ins Bein gestochen. Er hat dann auch Hilfe gesucht und ja, die nächste Stunde war dann sehr abenteuerlich, weil ich dann durch eine Rettungssanitäterin, die zufällig dort auch trainiert hatte, gerettet worden bin. Die hatte mich in die richtige Seitenlage gebracht, die hatte meine Wunde zugehalten, hat mich wachgehalten. Und wir haben fast eine Stunde auf die Rettungskräfte gewartet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das überlebt hätte, war sehr gering. Man kämpft gegen den eigenen Willen, einfach einschlafen zu wollen. Das ist ein Gefühl, wie wenn man nach einem langen Tag voller Arbeit nach Hause kommt und sich in sein Bett legt. Man will einfach schlafen. Und das darf natürlich nicht sein. Man darf die Augen nicht schließen. Und das war ein sehr harter Kampf. Aber ich habe es bis dahin geschafft. Und dann kamen die Rettungskräfte und haben mir dann Sauerstoff und ein paar Lösungen verabreicht. Haben direkt einen Zugang gelegt und haben dafür gesorgt, dass ich die Fahrt bis zum Krankenhaus überstehe. Während Yasin im Krankenhaus um sein Leben kämpft, ist der Täter auf der Flucht. Die Menschen in Duisburg sind verunsichert. Natürlich hat man in einer gewissen Art und Weise schon Angst, vorbeizulaufen oder dass irgendwas nochmal passiert. Ich muss sagen, es ist schon beängstigend, dass sowas jetzt auch unmittelbar vor meiner Haustüre passiert. Gestern im anderen Fitnessstudio auch mit gemischten Gefühlen da rumgelaufen, immer mal umgeguckt und so, ob nicht vielleicht irgendwas passieren könnte. Im Fitnessstudio selbst gab es keine Kameras. Aber zwei Tage nach der Tat kommen die Ermittlungen mit diesen Überwachungskamerabildern von der Straße voran. Wer ist dieser Mann? Wer kennt diesen Mann? Wer weiß, wo er sich aufhält? Wir raten davon ab, den Mann, wenn man ihn sieht, selber anzusprechen. Er war seinerzeit bewaffnet. Wir wissen nicht, ob es noch immer ist. Bitte wählen Sie sofort den Notruf der Polizei 110. Die Aufnahmen zeigen den Verdächtigen kurz nach der Tat, als er sich Richtung Steinsche Gasse ruhig vom Tatort entfernt. Für Hinweise, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt. Die Hintergründe der Tat sind immer noch unklar. Plötzlich geht alles ganz schnell. Bei der Polizei gehen konkrete Hinweise ein. Das SEK stürmt nachts das Haus von Mahn D. Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt wird er dann festgenommen. Hier lebt Mahn D. Sie haben ihn in seiner Wohnung festgenommen. Diese Bilder hat ein Nachbar mit seinem Handy gedreht, als der Zugriff geschieht. Spezialkräfte überwältigen einen 26-jährigen Syrer, der laut Polizei bei ihnen nie in Erscheinung getreten ist. In der Wohnung haben wir auch zwei Messer sicherstellen können, die als Tatwaffe in Frage kommen. Die werden natürlich jetzt genauestens untersucht. Während der Durchsuchung stellt die Polizei Kleidung, Schuhe und Messer sicher. Daran wird DNA gefunden, vom Täter und von den Opfern aus dem Fitnessstudio. Aber das ist nicht alles. Es stellt sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits eine Woche vor dem Angriff im Fitnessstudio einen Menschen mit 28 Messerstichen getötet haben soll. Hier sackte das Opfer am Ostersonntag blutend zusammen, nach zahlreichen Messerstichen. Um das noch mal kurz zusammenzufassen. Der Tatverdächtige soll also nicht nur für den Angriff im Fitnessstudio verantwortlich sein, sondern auch einen jungen Mann getötet haben.
Es ist der 9. April, 9 Tage vor dem Fitnessstudio-Attentat. 4 Männer aus dem Duisburger Stadtteil Wannheimer Ort nehmen die Straßenbahn Richtung Innenstadt. Unterwegs besorgen sie was zu trinken, denn sie wollen auf den Geburtstag ihres Freundes anstoßen. Der hat einen kleinen Büroraum in der Altstadt. Irgendwann verlagern die Männer ihre Feier nach draußen, hören Musik, rauchen und trinken. Sie ahnen nicht, dass sie dabei beobachtet werden. Gegen 1 Uhr entfernt sich einer der Männer von der Gruppe. Es ist der 35-jährige Irfan D. Seine Freunde denken sich erstmal nichts dabei. Doch dann suchen sie nach ihm und finden ihn nur wenige hundert Meter weiter, schwer verletzt, am Boden liegen. Er wird mit 28 Messerstichen ins Krankenhaus gefahren, doch er überlebt nicht. Er stirbt noch am selben Tag. Am Tatort sichert die Polizei Fußspuren. Später wird sich herausstellen, die Fußspuren am Tatort stimmen mit den Schuhsohlen des Fitnessstudio-Attentäters überein. Die Polizei bringt den mutmaßlichen Messerstecher aus dem Amtsgericht in Duisburg. Hier hat soeben der Haftrichter entschieden, der 26-jährige Syrer geht in U-Haft. Wegen versuchten Mordes, aber auch wegen Fluchtgefahr. Der mutmaßliche Täter sitzt also im Gefängnis. Ein Motiv ist noch nicht klar, denn der 26-Jährige schweigt. Es handelt sich um einen syrischen Staatsangehörigen. Er ist hier nicht besonders vernetzt, er hat keine großen sozialen Kontakte, er geht auch keiner geregelten Arbeit nach. Und im Rahmen der Durchsuchung seiner Wohnräumlichkeiten konnten wir auch feststellen, dass das sehr spärlich möbliert ist, weswegen bei der großen Haftstrafe, die er hier zu erwarten hat, natürlich der Fluchtanreiz enorm ist. Ich weiß nicht, was das für eine Bestie ist. Was in seinem Kopf überhaupt vorgeht, sich das Recht rausnimmt, andere Leben auszulöschen. Dazu hat keiner das Recht. Das ist kein Mensch. Stand jetzt haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass es eine Beziehung zwischen den Opfern und den Beschuldigten gab, dass es vielleicht vorher zu Streitigkeiten oder sonstigen gekommen ist. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass es da gar keine Anhaltspunkte für gibt. Die Ermittler untersuchen die Handys des Verdächtigen. Dabei finden sie zahlreiche Bezüge zur radikal-islamistischen Terrorgruppe IS. War das sein Motiv? Darüber spreche ich mit Burak Yilmaz. Er ist Autor und Pädagoge aus Duisburg und hat auch in Gefängnissen mit islamistischen Straftätern gearbeitet. Wie kann es sein, dass jemand, der selbst vor dem IS quasi flieht, sich dann dieser Organisation hier anschließt? Auch wenn Menschen von dem Bürgerkrieg fliehen, diese Fluchterfahrung kann halt auch sehr traumatisch sein. Diese Fluchterfahrung kann eine persönliche Krise auslösen. Und wenn man in der Krise ist, dann will man irgendwie Orientierung, man will Halt. Vor allem, wenn man auf die Emotionen nicht klarkommt, auf die Trauer, die eigene Familie zu verlassen, auf den Schmerz, irgendwie in so einem unbekannten Land auf einmal zu sein. Und ich glaube, dass wenn man dann eben mit dieser islamistischen Ideologie in Kontakt kommt, die einem Orientierung gibt, die einem ganz klare Regeln vorgibt, ganz klare Strukturen für den Alltag vorgibt, dann ist das meistens der Einstieg in die Radikalisierung. Kann man also sagen, dass die Organisation sich bewusst Menschen oder junge Menschen aussucht, die eben gerade im Leben nicht weiß, wo sie Halt und Aufmerksamkeit vielleicht bekommen? Ich glaube, Islamisten und islamistische Bewegungen wissen ganz genau, wen sprechen wir jetzt an. Wer ist gerade labil? Wer macht so einen Eindruck von, der weiß gerade nicht, wo der steht? Da haben die sehr schnell ein Auge für. Und sie versuchen eigentlich eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen. Also es geht nicht darum, dass man direkt über Religion redet, sondern erstmal, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Oder zum Beispiel hier auf meinem TikTok-Kanal kannst du über deine Gefühle mit mir reden. Also dass man gar nicht erst über diese Ideologie spricht, sondern einfach nur ganz persönliche Beziehungsarbeit, um die Menschen catchen zu können. Ein halbes Jahr nach den Taten beginnt der Prozess gegen Mandy. Er betritt den Gerichtssaal mit einem Lächeln im Gesicht und mit erhobenem Zeigefinger, dem vom sogenannten IS vereinnahmten Symbol. Man D. ist der mutmaßliche Mörder des Sohns von Karin und Ali D. Sie treten als Nebenkläger auf. Der mutmaßliche Täter hat fast 30 Mal auf Irfan eingestochen. Er starb schließlich im Krankenhaus. Wir waren auf der Intensivstation. Bis zum Schluss. Er hat auf uns gewartet. Er hat auf uns gewartet. Aber diese Bilder von der Intensivstation, wie das Blut aus seiner Nase und aus seinen Ohren kam, werde ich nicht vergessen. Das vergesse ich nicht. Der Angeklagte
war nach seinem Selbstverständnis, nach unseren Ermittlungen im Tatzeitraum Soldat des IS und wollte sich an dem vom IS propagierten weltweiten Dschihad mit diesen Taten beteiligen. Nach seiner damaligen Auffassung waren alle diejenigen, die sich in diesem Lande aufhielten, am gesellschaftlichen Leben teilnahmen und nicht sich der Scharia verpflichtet fühlten, todeswürdig. Der 35-jährige Irfan D. stirbt durch 28 Messerstiche. Sein Vater, Muslim, ist heute fassungslos, dass sich der Angeklagte auf den Islam beruft. Mein Koran sagt, tötest du einen Mensch, tötest du ganze Menschheit. Das ist mein Koran. Was liest er denn? Wir dürfen nicht vergessen, dass Islamisten auch sehr viele Muslime umbringen. Dass der Terror von Islamisten sich nicht nur nach außen, in Anführungsstrichen, richtet, sondern auch nach innen, weil gesagt wird, wir wollen, dass in der muslimischen Community eine einzige Lesart des Korans die Lesart für alle anderen ist. Es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt keine Meinungsverschiedenheiten, du darfst keinen Zweifel äußern, du darfst keine Kritik äußern. Und wenn es Muslime gibt, die kritisch sind oder vielleicht anders sind, schiitisch sind, sunnitisch sind oder sonst wie, dann müssen wir sie bekämpfen, weil wir müssen dafür sorgen, dass diese Vielfalt in unserer Religion ein Problem ist, so denken Islamisten, und wir müssen nur noch mit einer Stimme reden. Also der Terror richtet sich auch gegen die muslimische Vielfalt. Das ist so das, was wir in Europa sehr, sehr häufig vergessen. Und wenn dann zum Beispiel dieser Täter ins Fitnesscenter reingeht, dann macht der vor Muslimen auch keinen Halt, weil das sind für den alles Ungläubige. Die gehen ins Fitnesscenter. Die sind vielleicht nackt in der Dusche mit anderen Jungs. Die, weiß ich nicht, halten sich nicht an die Regeln, die er vielleicht für richtig hält. Und da macht er dann keinen Unterschied, ob das jetzt ein Jens ist oder ein Mohammed ist, sondern er sieht, alle sind meine Feinde und es ist hier völlig egal, wen ich hier absteche. Ich gehe da jetzt rein und mache meinen Terror. Wie schon am ersten Prozesstag betritt der Angeklagte den Gerichtssaal mit erhobenem Zeigefinger, ein Erkennungszeichen des sogenannten IS. Anschließend gesteht er die Taten. Er erklärt dem Richter, er habe so viele Menschen wie möglich töten wollen, als Rache an den westlichen Staaten. Wichtig ist in Bezug auf Radikalisierung, das Ganze fällt halt nicht vom Himmel und dauert einen Tag, sondern es ist ein Prozess. Dann komme ich mit Feindbildern in Kontakt, mit Verschwörungsmythen, mit einem Sündenbock, der an allem schuld ist. Und wenn ich mich da immer wieder reinarbeite und dieses Zeitfenster offen bleibt und niemand eingreift, sei es irgendein Lehrer, irgendein Freund, irgendeine Freundin, irgendwelche Leute, die mich darauf ansprechen und sagen, ey, Bro, so, du übertreibst gerade total, komm mal runter. Wenn ich da keine Person habe, die in diesen 2 Jahren eingreift, dann ist nach 1,5 Jahren, 2 Jahren eigentlich eine Radikalisierung schon vollendet. Ein Tag, bevor dieser Anschlag passiert ist, war ich selber in diesem Fitnessstudio trainieren. Und ich kann mich sehr gut an den Tag danach erinnern, wo dieser Anschlag passiert ist, dass ich mir, also mein ganzer Körper hat gezittert und ich war völlig entsetzt und hatte Gänsehaut und mir wurde richtig schlecht und ich dachte so, boah, ey, du warst vor 24 Stunden, warst du genau zu derselben Zeit am selben Ort. Und ich habe halt einfach wahnsinnig Angst bekommen. Also da, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hätte halt auch von diesem Terror angegriffen werden können. Es ist kein leichter Tag für Yasin Güler. Unterstützt von Familie und Freunden ist der 21-Jährige auf dem Weg, um vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf gegen den Mann auszusagen, der ihn beinahe getötet hätte. Wie hast du die Prozesstage erlebt? Du sitzt da und bist selber fast gestorben. Und dann bekommst du das alles mit und siehst auch diesen Menschen, der dich versucht hat umzubringen. Wie hast du das da alles erlebt? Also im Allgemeinen hat mich das aber auch erleichtert, wenn ich ehrlich bin, weil ich dann diesen Menschen, der mir das angetan hat, noch mal gegenüber gesessen habe und gesehen habe, dass dieser Mensch eigentlich gar nichts dafür kann, weil der einfach nur noch eine Hülle war. Das war kein Mensch. Der war einfach eine verirrte Seele. Das war eine verirrte Seele, die mir das angetan hat. Das war ja sinnlos. Wenn man mal bedenkt, natürlich, Mord ist immer sinnlos, aber er hat es für irgendwelche höheren Zwecke getan. Er hat es getan, weil er das für, in Anführungszeichen, Gott machen wollte. Und jeder, der sich mit einer Religion wirklich befasst, weiß, dass Gott niemals von dir wollen kann, dass du jemanden tötest.
hat er dir angetan? Welche Verletzungen hast du davon getragen? Grundsätzlich hat er mich dialysepflichtig gemacht. Ich habe meine rechte Niere verloren. Die linke Niere hat während des Vorfalls leider viel zu viel Blut verloren, weshalb sie dann als Schockniere die Arbeit eingestellt hat. Er hat während des Zustechens auch den Zwölffingerdarm perforiert. Das bedeutet, dass ein eminenter Teil des Darms, eigentlich der bedeutendste Teil des Darms, verletzt worden ist. Und wenn der nicht hätte wieder hergestellt werden können, hätte ich auch nicht überlebt. Also wenn die Ärzte es nicht geschafft hätten, den wieder herzustellen, dann hätte ich das alles nicht überlebt, egal ob die Niere wieder angesprungen wäre oder nicht. Ich wurde ja insgesamt jetzt schon 13 Mal operiert. Zum einen habe ich immer wieder Blut in der Lunge gehabt. Ich habe Lungenembolien gehabt. Ich habe natürlich Luftnot gehabt. Keine Frage, wenn man Blut in der Lunge hat, dann ist das normal. Ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe meine Haare verloren. Ich habe viele Probleme gehabt. Ich habe meine Gallenblase entfernt bekommen. Ich habe einen Teil meiner Leber auch verloren gehabt. Die ist jetzt wieder nachgewachsen. Die regeneriert sich ja. Aber ich habe auch einen großen Teil meiner Leber verloren. Ich musste mit meinen Nieren bezahlen und ich habe den Blinddarm herausoperiert bekommen. Also ich bin jetzt viel leichter. Ich bin lustiger geworden, das würde ich schon von mir behaupten. Also ich habe einen besseren Humor als damals. Ich nehme die Dinge eher auf die leichte Schulter. Ich nehme das Leben nicht mehr so ernst. Seit ich weiß, wie schnell alles zu Ende gehen kann, lege ich da noch viel mehr Wert drauf. Man D. wird nach 10 Verhandlungstagen verurteilt. Zu lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Denn an weiteren Taten hat ihn nur die Festnahme gehindert, sagte das Gericht. Ein bisschen Erleichterung für mich und für meine Frau. Aber die Leben für uns, wie die Sache mal, wie weitergeht, der wird die Zeit entscheiden. Ich habe ihm auf jeden Fall vergeben. Aber nicht, weil er die Vergebung an sich verdient, sondern weil ich diese Vergebung verdiene. Ich glaube, dass man sich selbst vergeben muss, indem man ihm vergibt. Ich glaube, dass dieser Mensch eine ganz tragische Geschichte hinter sich hat. Ich glaube, dass dieser Mensch enorme Probleme in seinem Leben gehabt haben muss, damit er so weit geht, wie er dann am Ende gegangen ist. Und am Ende urteilt sowieso nur der Allmächtige und nicht ich. Viele Menschen denken immer, dass sie damit Schwäche zeigen, weil sie etwas gut sein lassen, weil sie jemand anderen damit durchkommen lassen. Aber eigentlich zeigt das Stärke. Jemandem vergeben zu können, bedeutet stark zu sein, um das größere Wohl in Augenschein zu nehmen. Und das ist vor allem bei meiner Geschichte sehr wichtig, weil ich krank bin. Ich bin physisch krank. Aber ich will nicht psychisch krank werden. Und genau deswegen ist es wichtig, an der Psyche zu arbeiten. Und der erste Schritt zu einer besseren Psyche ist, der mit der Vergangenheit abzuschließen. Was ich an dieser Geschichte so krass finde, ist, wie Yasin damit umgeht. Die Begegnung mit ihm hat mich emotional total umgehauen. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich mit dieser Situation umgegangen wäre. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Fälle sehen möchtet, dann abonniert unbedingt unseren Kanal und schaut euch die Fälle meiner Kollegen an.